Herzlich willkommen bei AS Electronica Home Delivery. Ich beginne diese Family Tour mit einer Frage. Woraus besteht der Mensch? Woraus besteht unser Körper? Okay, keine Antworten, keine Besucher da. Kamerateam weiß es auch nicht. Also bitte ich euch zu Hause, woraus besteht unser Körper? Aus Haaren, aus dem Kopf, Muskeln, Knochen, Fett, Haut, Leber, Magen. Das waren schon ordentlich viele Dinge. Richtig, Haut, Haare können wir ja sehen. Und trotzdem sind auch Haut, Haare, wie alle anderen Organe und Teile unseres menschlichen Körpers, bestehen die aus vielen winzig kleinen lebenden Bausteinen. Und diese Bausteine, die nennen wir eben Zellen. Das kann man sich so vorstellen. Ich kann hier aus ganz vielen Legosteinen eben ein Haus bauen. Passt es so? Dankeschön. Das heißt, wir haben Muskelzellen, wir haben Fettzellen, wir haben Hautzellen. Und wenn einfach ganz viele Muskelzellen zueinander finden, wenn sich die anhäufen, dann entsteht eben das Muskelgewebe oder das Fettgewebe oder die Haut. Ich habe hier, okay, na, machen wir es so. Ich habe hier eben einige Zellen aufgelegt, zum Beispiel hier die Knochenzelle, die Muskelzelle. Die Kamera wird diese kleinen Zellen für euch einfangen. Was ist das? Das ist die Nervenzelle. Hier habe ich eine Leberzelle. Was so ausschaut wie ein kleines Entchen. Das ist die Fettzelle. Und hier habe ich noch ein rotes Blutkörperchen, ein weißes Blutkörperchen oder das Blutplasma. Auch die gehören zu unseren Zellen des menschlichen Körpers. Ja, ich kann jetzt unseren menschlichen Körper, unsere Zelle mit einem Haus vergleichen. Ich habe hier ein großes Haus mit vielen verschiedenen Räumen. Ihr seht, manche sind größer, manche sind kleiner. Und jeder Raum ist etwas anders eingerichtet. Das heißt, wir sehen die Küche. Hier wird ja gekocht, gegessen. Es gibt das Badezimmer. Es gibt das Schlafzimmer, Arbeitszimmer. Und so wie wir in einem Haus die verschiedenen Tätigkeiten ausführen, so sind auch unsere Muskeln für verschiedene Tätigkeiten zuständig, beziehungsweise können wir das mit einem Raum in unserem Haus vergleichen. Die Muskelzelle zum Beispiel, das ist unser Fitnessraum, das ist unser Heizraum. Wenn wir uns bewegen, wenn wir Gymnastik machen, wenn wir Rad fahren, erzeugen wir Energie für unseren Körper, uns wird warm. Also das ist dann wäre sozusagen der Heizraum. Jedes Haus hat ja rundherum eine Mauer. Unser Körper hat das Skelett, das heißt Knochen, damit wir stabil sind, damit wir aufrecht gehen können und stehen können. Unsere Hautzelle kleidet zum einen unseren Körper außen herum aus und schützt unseren Körper, beziehungsweise kann ich auch sagen, diese vielen Räume sind eben mit Wänden von den anderen abgegrenzt, weil hier steht jeder Raum eben zum Beispiel für ein bestimmtes Organ. Was können wir noch nehmen? Ja, die Leberzelle. Die Leberzelle ist unser Abfallraum, unser Badezimmer. Hier kommt alles Schmutzige oder hier kann ich eben die Schmutzwäsche, alle Abfälle sammeln sich dort. Ich stelle die Mülltonne vor die Tür und dann kommt eben die
die roten Blutzellen, das Blutplasma, die Müllabfuhr und transportiert unseren Abfall weg. Die Fettzelle ist zum Beispiel die Speisekammer. Kaufe ich sehr viel ein und esse gar nicht so viel, dann ist die mit der Zeit prall gefüllt und so geht es auch unseren Fettzellen. Wenn wir viel mehr essen, als wir durch Sport oder Bewegung verbrauchen, füllt sich unsere Fettzelle und wird immer praller, praller. Heißt, Hose wird immer enger. Unsere Nervenzelle ist wie ein Haustelefon. Hier kann ich von einem Raum zum anderen anrufen und kann eben Informationen weitergeben. Das ist wie ein Kabel durch unsere einzelnen Zimmer, die Informationen weitergibt. Und hier unsere Gehirnzelle, das ist eben das Steuerungszentrale. Hier wird also geordnet, hier wird gespeichert, hier wird organisiert. Information kommt hier an. So, hoppala. Als nächstes möchte ich euch hier eine Zelle zeigen von einer Kollegin, liebevoll genäht. Und wenn ich hier aufklappe, könnt ihr sehen, dass in dieser kleinen Zelle sich wieder Organe befinden. Das nennt man dann Organellen. Und statt dem riesigen Haus habe ich hier eine Einzimmerwohnung. Das heißt, alle Aufgaben werden hier in einem Raum erfüllt. Außen herum haben wir wieder die Zellwand, das ist die Zellmembran. Dann hier herinnen diese grünen Organe, Organellen, das sind die Mitochondrien, kann ich wieder gleichsetzen mit unserem Kraftwerk, mit unserem Fitnessraum. Dieses blaue, das ist der Golgi-Apparat und auch hier dieses endoplasmatische Retikulum, auf dem sich Ribosomen befinden. Das waren jetzt echt drei schwierige Wörter. Ich habe es nur einmal erwähnt, das braucht sich wirklich nicht merken. Das sind wie kleine Fabriken funktionieren, die produzieren einfach wichtige Stoffe, die eine Zelle, die unser Körper braucht. Und dieses kleine Organ, das nennt sich Lysosom, das ist auch wieder die Reinigungszentrale. Hier werden Abfälle aus der Zelle, werden hier vernichtet und abtransportiert. Und da ganz in der Mitte, ich kann das sogar rausnehmen, das ausschaut wie ein falsch eingefärbtes Spiegelei, das ist eben der Zellkern. Das heißt, ich habe eine Kugel, ein Kern und darinnen befindet sich noch einmal ein kleiner Kern. Hier ist unsere Erbmasse drinnen. Hier ist alles gespeichert und notiert und aufgeschrieben, was wir sind. Zum Beispiel habe ich braune Augen, habe ich blaue Augen, bin ich groß, bin ich klein, was mache ich gern. Das ist alles, unser Körper speichert alles über uns hier in diesem kleinen Kern ab. Ja, es ist beinahe wie ein Wohnzimmer, das heißt, ich habe außen hier herum eben die Membran und hier das Ganze, diese ganzen Organe liegen so in einer gelartigen Substanz, das ist das Zytoplasma, könnte man sagen, das ist das Wohnzimmer, hier fühlen sich die Organe alle super gut wohl. Was ich zuerst vergessen habe bei diesem Haus, jedes Haus hat hoffentlich eine Tür und auch Fenster, weil durch die Tür kann ich gewisse Dinge für die Zelle hineintransportieren und aber auch wieder heraustragen. Dann jedes Haus hat auch Fenster, das heißt, durch die Fenster stehen die Zellen miteinander in Verbindung. Und Fenster und Türen würden sich sozusagen hier im äußeren Bereich einer Zelle befinden, in dieser Zellmembran. Hier können einfach Dinge, Stoffe wie Wasser oder wichtige Nährstoffe für die Zelle hinein, aber auch wieder herausgeschwemmt werden.
So. Hokus Pokus. Hoppala. Ich habe hier zwei Zeichnungen. Eine Zelle eines Tieres, eine Zelle einer Pflanze. Es ist so, biologisch sind ja die Tierzellen und Menschenzellen gleich. Und zwar habe ich die von einer bestimmten App. Die kann man sich runterladen auf ein Tablet oder Handy. Die Kamera zeigt euch jetzt den Namen kurz groß. Das ist QuiverVision.com. Dort könnt ihr euch dann diese Zeichnungen ausdrucken oder, wenn ihr keinen Drucker zu Hause habt, einfach nachzeichnen. Versucht, so gut es geht, nachzuzeichnen. Dann habe ich hier schon mein Tablet bereit und öffne diese App. Und jetzt gehen wir mal zur Pflanzenzelle. Einfach drüber halten, es steht immer gut beschrieben, was ich tun muss. Genau. Und wenn die Einstellung passt, beginnt sich hier der Inhalt einer Zelle zu drehen. Jetzt drücke ich mal drauf. Und ihr seht die ganzen Organe mit Fragezeichen. Und drücke ich hier auf ein Fragezeichen, kommt eben die Antwort, worum es sich hier handelt, wo der Pfeil hin zeigt. Dann wechsle ich jetzt um zur tierischen Zelle. Auch hier, wenn ich das Tablet drüber halte, beginnen die Organe zu tanzen. Die Kamera dieser App erkennt nämlich diese Zeichnung, die ich vorher bunt angemalt habe, als Code und beginnt sozusagen das Video zu starten. Jetzt drücke ich wieder irgendwo drauf und ich habe wieder diese kleinen Fragezeichen, kann draufgehen und bekomme die Antwort, welche Organe das sind. Das ist jetzt das Leichtere beim nächsten. Okay, na, das ist nicht. Das wollte ich machen mit der Glühbirne. Aha. Da geht es jetzt ums Denken. Jetzt kann ich mich testen, ob ich weiß, welche Organe das waren. Zum Beispiel haben jetzt diese aufgeleuchtet. Das sind die Mitochondrien, sage ich mal. Oh, richtig. Als nächstes bin ich gespannt. Zellmembran, auch richtig. Puh, was ist das jetzt? Wisst ihr es ihr noch? Schon wieder richtig. Also ich habe mich wirklich gut vorbereitet. Schaut fast so aus, gell? So, das... Voilà. Ah, zwei falsch, ne? Und ich habe zuerst hier schon irrtümlich... Na? Ich möchte noch eines euch zeigen. Hier auf dieses spiralige Zeichen gezeigt, das ist unsere DNA. Und wenn ich da drauf drücke, springt die aus unserem Kern heraus, aus unserer Steuerzentrale. Nochmal. Juhu. Ja, mit diesem kleinen Wink oder mit diesem kleinen Tipp für eure Freizeit zu Hause in den Ferien möchte ich mich für heute verabschieden. Danke fürs Zuschauen.